Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Gute Laune bei den Turbinen kurz vor dem dritten Advent, aber auch alle Hände voll zu tun. Denn am Freitagabend herrschte im neuen Service Center der AOK Nordost direkt am Brandenburger Tor in Potsdam dichter Andrang. Kurz vor dem Fest noch einmal die Gelegenheit, sich mit dem neuen Turbine-Kalender inklusive Originalunterschriften einzudecken. Spitzenmäßig, erstmal die Integration der anderen Mannschaften, die hier im Leistungssport sind, auf einen Blick. Also wirklich eine gute Idee gewesen. Das ist jedes Jahr eigentlich immer wieder eine schöne Sache. Man guckt gerne rauf, weil man ist ja verbunden mit den Spielerinnen. Ich komme ursprünglich aus Sachsen. Aber ich liebe die Mannschaft. Und auch den Turbinen gefällt ihr eigener Kalender. Ich habe auch einige gekauft für Freunde zu Hause, für die Familie. Und einen eigenen habe ich natürlich auch zu Hause. Der Turbine-Kalender ist natürlich ein ideales Weihnachtsgeschenk. Apropos Weihnachten, wie lassen die Turbinen eigentlich das Jahr ausklingen? Lisa hat schon mal angefangen zu recherchieren. Wie feierst du denn dein Weihnachtsfest zu Hause? Mit dir unterm Weihnachtsbaum. Das glaube ich nicht. Ganz traditionell sitzen wir dann mit allen zusammen. Ein großes Menü mit Ente, Gans und Klößen, Rotkohl. Viel essen und runter den Baum tanzen. Ganz klassisch, denke ich. Alle Jahre wieder kommt nicht nur der Weihnachtsmann, sondern haben die Turbine-Fans die Gelegenheit, sich für das neue Jahr mit dem Vereinskalender einzudecken und den Turbinen kurz vor dem Fest der Liebe noch einmal ganz nah zu sein. Eine schöne Tradition im Potsdamer Advent.